Yo, Capcom! Ein bisschen oldschool, aber traumhaft schön. Wir zocken heute mal, was ich früher schon gerne gezockt habe, und zwar Final Fight für das Super Nintendo Entertainment System, kurz das SNES. Wer es nicht kennt, zuschauen lohnt sich auf jeden Fall. Macht Laune, ist ein klassischer Side-Scroll-Prügler à la Final Fight, à la Ninja Warriors gab's da, glaube ich, noch, Turtles gab's da, die Power Rangers gab's da, für das Sega Master System gab's da damals, Streets of Rage, glaube ich, hieß das bei denen, auch sehr geil. Ja, wir zocken einfach drauf los, damit wir nicht allzu oft verrecken, machen wir, glaube ich, easy, dann sind wir einfach durch. Ich bin momentan auch ein bisschen lediert, immer noch die rechte Hand gebrochen im Gips. Ist mit dem Controller nicht ganz so einfach, aber kriegen wir alles hin. Und machen einfach mal Game Start, ein Player Start. Haben im Prinzip hier drei Kollegen zur Auswahl. Die Kleine, der mit dem Schwert, und der dicke, Grüne, die kleine Rote und der blaue Hässliche mit den langen Haaren. Wir nehmen den blauen Hässlichen mit den langen Haaren. Ich hab zwar keine langen Haare, hässlich bin ich auch nicht, aber ja, ein Schwert, Schwerter sind immer cool. Und ja, schauen mal, ist ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe, wirklich Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich es damals auch schon durch hatte, muss erstmal wieder reinkommen hier. Zockt das Ganze jetzt mehr oder weniger blind, ohne größere Kennung, wie es jetzt hier vorwärts ging. Kann man auf jeden Fall den Kollegen erstmal ordentlich vor die Mappe hauen. Aufheben könnte man technisch auch irgendwie. Ich habe ein Radio aufgehoben, klasse. Und die Kollegen hatten immer so total coole Namen. Das ist zum Beispiel Mark, Elia und das ist Bull. Und ich habe Mark, Elia und Bull jetzt einfach mal richtig in die Fresse gehauen. Alles klar, und so können wir dieses wunderbare Schwert benutzen. Das ist ein Special-Angriff gewesen. Dafür musste man zwei Tasten gleichzeitig drücken. Der verbraucht aber, wenn er trifft, ein bisschen was von meiner eigenen Energie. Haut aber natürlich besonders geil rein. So, Mick, Mark und Johnny. Johnny sieht so ein bisschen aus wie Zenkiv. Wir sehen überhaupt alle ein bisschen aus wie Zenkiv aus Street Fighter. So, den Kollegen hier einfach mal einmal ordentlich in die Fresse gehauen. Ihm ja auch. Ein paar schöne Kicks ins Knie. Muay Thai for the win. Und dann geht's weiter. Noch mal kaputt. Wir essen Fleisch, ein Barbecue. Lecker, lecker. Oh, er ist Totschläger. Teleskopschlagstock. Gib ihn her, ich will ihn haben. Echt. Kannst du mal hergeben, das Ding. Ist denn das fallen? Nee, lässt nicht fallen. Schade auch. Aber ich. Schlagstock oder auch. Tonfa. Traumhaft. Ja, das sind aber simple Techniken, mein Freund. Damit kann man da wirklich mehr anstellen. Aber haut ordentlich rein. Es reicht für Elias, Elliot und Elia und Mick. Für die reicht's aus. Elia ist weg. Mick und Elliot folgen so gleich um Atlas. Boah, die Entwickler sind so geil, die man sich gedacht haben, wir müssen allen möglichst bescheuerte Namen geben. Es ist so geil. Atlas. Atlas hat auch auf die Fresse bekommen. Und mit einem kurzen Fausthieb geht's elegant weiter in die nächste, in das nächste Kapitel, in den nächsten Abschnitt. Während Mark versucht, mich daran zu hindern, mit seinem Kumpel Mick und Shot, oder Scott. Scott mit S-C-H-O-T, auch interessant. So hat's mal keiner geschrieben. Außer Capcom. Aber die haben vielleicht damals auch, weiß nicht, ob wir was genommen haben, wo die Spiele entwickelt haben früher. Ich dachte mal, was können wir jetzt Lustiges machen? Ah, ich weiß. Wir geben allen Charakteren, allen Gegnern lustige Namen. Und wir nennen sie Elia, Mark und Atlas. So, ich habe ein Messer oder ein Dolch besser. Und mit dem Dolch mache ich die ganzen Kollegen alle One-Hit platt. Also der kommt mit einem Teleskopschlagstock. Bis jetzt läuft's auch ganz gut. Klar, ich zock. Easy. Seht's mir bitte nach. Aber ich habe auch keinen Bock, in einer Folge dreimal zu verrecken, dann ist für euch langweilig.
Und für mich auch. Und ich fasse den Controller momentan noch sehr komisch an. Ich poste nachher mal ein Bild davon, wie ich den Xbox-Controller in der Hand halte. Ich zock das Ganze übrigens nicht mit dem D-Pad, sondern mit den lustigen kleinen Joystick-Knubbeln von meinem Pad. Das zockt sich einfach angenehmer. Ergonomischer, wie man so schön sagt. So, Elijah. Elijah gibt's auch sehr oft. Ist es eigentlich jedes Mal derselbe Elijah? Johnny. Was ein Name. Endlich mal ein richtiger Name hier. Komm her, Johnny. Kick ihn ins Face. Nee, kick daneben. Aber jetzt. In your face. Eine Kiste, wo nichts drin ist. Warum auch? Von der Sache her ist es ein typischer schöner Button-Smasher. Macht gut Laune. Obwohl es echt simpel ist. Ausfetzt. Es macht einfach Spaß. Ich habe das früher schon gerne gezockt. Oh geil. Was willst du denn? Ey, das ist der Batteriemann. Alec, der Batteriemann. Ich hab noch nicht so richtig rausgefunden, wie ich die immer in die richtige Richtung werfen kann. Also diese Tastenkombination. Ah, man muss sie hauen und dann noch kurz ein Stück drauf zugehen und dann packt er die irgendwie automatisch. Bei anderen Spielen musste man dann extra Taste verdrücken. Hier ist das Ganze alles sehr auf eine Taste beschränkt. Auch nicht so tragisch. Hier haben wir Essen, das können wir schon mal mitnehmen. Das war der Move von Blanka aus Street Fighter, beziehungsweise von Honda. Die haben das auch beide gerne gemacht, so diesen Umarmungsmove. Ich weiß nicht, ob er mich irgendwie penetrieren wollte oder mich eingestrüffelt hat an mir, keine Ahnung. Sah auf jeden Fall ein bisschen gay aus. Egal, wir machen weiter. Mein Schwert brauche ich eigentlich gar nicht. Hebe ich mir ein bisschen für den Endgegner auf, der dann auch irgendwann mal kommt. Ich hau dabei mit meinem Tonfa den Typen mit dem Teleskop-Schlagstock kaputt. Mach dich kaputt, Junge. Zack. In your face. Hintereinander weg hier. Geht wie das Brezelbacken. Und da ist besagter Endgegner. Der kriegt definitiv erstmal in die Fresse. Und dann mach ich erstmal meinen Special Move, heb meinen Tonfa wieder aus und hau ihm nochmal in die Fresse. Wonwon heißt er. Wonwon, du bist sehr, sehr hässlich. Mach nochmal meinen Special Move, heb meinen Tonfa wieder auf. Und wieso kann ich mich jedes Mal in die Fresse kicken? Was soll das? Assi. Und dann bin ich das erste Mal tot. Passiert. So, wir weichen hier nach oben und nach unten aus. Versuchen wir, ihn ein bisschen in die Fresse zu kicken. Ach, das mit dem Ausweichen muss ich noch üben, Jungs. So, ich weiß nicht, ob das so clever ist, die ganze Zeit diesen ultraharten Monster Schwert-Slash-Move zu machen. Jetzt verreck doch endlich mal, Junge. In your face. So, also wenn man nach oben, nach unten läuft, kann man das doch ganz gut ausweichen. Jetzt aber definitiv. Ende Gelände vom ersten Level und damit auch von der ersten Folge. Er wird jetzt wahrscheinlich noch ganz elegant hier voll reinhauen. China ist erledigt. Nein, er springt rüber. After defeating 1-1 Maki, Carlos and Hager learned that the Magier gang's base of operations had been moved to Europe. 1-1 told them that Rena and Genurashi are being taken there. The final fight for the lives of Rena is about to begin. Und damit Schluss.